Ausgangslage würde ich gern folgendermaßen beschreiben. Jeder von uns hat eigentlich 24 Stunden am Tag, mit denen du etwas anfangen kannst. So, damit fängt es einfach an. Wenn du als Kind, als Jugendlicher aufwächst, ist dir vielleicht diese Zeit noch nicht so sehr bewusst. Das bedeutet, du machst einfach ohnehin schon sehr viele Dinge, nach denen du dich fühlst, und da ist einfach auch noch nicht viele Sorgen oder irgendwas in dieser Art und Weise damit verbunden. Aber früher oder später, und das ist halt unterschiedlich jetzt von Mensch zu Mensch, denke ich, tritt die Frage irgendwann mal ein, was fängst du eigentlich mit deinem Leben so an? Das heißt, was würdest du in diesem Leben mit dir selbst und auch vielleicht in dieser Gesellschaft gerne eines Tages sehen wollen, erleben wollen? So, und dementsprechend fängt es mit dieser Einsicht an, bist du also jetzt nur ein Produkt deines Umfeldes oder gibt es Möglichkeiten, dass du durch bestimmte Arten und Weisen, wie du denkst, bestimmte Arten und Weisen, wie du dich verhältst und eben was du letztendlich auch tust, oder kannst du sozusagen selbst dein Leben in einer Art und Weise in deine Hände nehmen und etwas bewusst kreieren. So. Das heißt, letztendlich geht es darum, etwas bewusst zu kreieren, dein Leben sozusagen in die eigenen Hände zu nehmen und nicht sozusagen zu warten, als wärst du etwas Passives, was letztendlich immer nur abwarten muss, bis irgendetwas passiert und du dann einfach nur Reaktionen zeigst. Diese Art des Lebens kann man selbstverständlich leben, aber ich habe für mich irgendwann beschlossen, dass ist aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, und dementsprechend muss ich jetzt noch mal kurz davor sagen, ich habe halt mit sehr jungen Jahren, mit 4 Jahren, angefangen bereits sozusagen Kung Fu zu praktizieren. So, diese Gedanken, worüber wir jetzt eben gesprochen haben, dein Leben in die eigenen Hände zu nehmen, das kommt nicht mit 12, das kommt nicht mit 13, das kommt irgendwann 20 aufwärts. Manchmal sogar noch später. Okay? Wichtig aber, und das war so eine Erkenntnis für mich, war einfach irgendwann zu sagen, dass ich für mich gesehen habe, dass es in der Kampfkunst immer schon so war, dass es darum geht, du siehst Schwachstellen an dir selbst, und der Sinn und Zweck des Kampfkunsttrainings, der Sinn und Zweck des Trainierens ist eben, dass du ganz genau weißt, ich brauche ein bisschen Geduld, ich brauche die richtigen Methoden, ich brauche Willenskraft und Disziplin. Und wenn du dir da dann selbst erlaubst, Zeit zu geben, dann ist es nur eine Frage, ja, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es sich eben einstellt, dass du im Kampfkunstbereich tatsächlich anfängst, etwas zu kreieren, körperliche Fähigkeiten zu kreieren, geistige Fähigkeiten zu entwickeln. So. Und diesen Übertrag eben jetzt vom körperlichen Bereich, vom geistigen Bereich, dass du also merkst, es gibt also Möglichkeiten, wie du bewusst etwas tun kannst, wo du also sozusagen der aktive Part selbst sein kannst. Und das war sozusagen die letztendliche Einsicht. Und wie kann man das jetzt als Lebensprinzip umsetzen, damit sich das ausdehnt auf alle möglichen anderen Bereiche. So, bedeutet beispielsweise auch, nicht jeder hat Interesse an der Kampfkunst. Nicht jeder will körperlich irgendwie etwas erreichen. Ja, manche Menschen wollen einfach nur eine glückliche
Familie haben. Andere Menschen wollen vielleicht ein erfolgreiches Geschäft aufbauen. Es ist vollkommen egal, um welche Art von Kreation es geht. Aber ich denke, es gibt da bestimmte Richtlinien, bestimmte Prinzipien, denen man sich sozusagen bedienen kann, die es einfach etwas erleichtern, dass solche Dinge dann tatsächlich auch passieren. So. Und viele, viele dieser Prinzipien, die ich gerade eben erwähnt habe, die ich nutze, die ich versuche weiterzugeben, die kommen halt aus dem Kampfkunstbereich. Und zwar vorrangig aus dem Shaolin Kung Fu, weil das die Kampfkunst ist, die ich in meinem Leben einfach am häufigsten und am öftesten praktiziert habe und da die meiste Einsicht für mich selbst darin erschlossen habe. So. Es geht also darum, Prinzipien der Kampfkunst, Prinzipien aus dem Training, Prinzipien aus der Körper- und Geistesentwicklung zu übertragen auf den weit größeren Lebensbereich, eben diese 24 Stunden, die wir haben. Darum geht es.